du das, Klaus? Eindringling!
einen Schuss! Ganz schöner Betrieb, den die hier haben. Ja, Herr Sturmgast. Von unseren Gotha-Sicherheitsbestimmungen könnten wir allerdings noch was haben. Ja, stimmt.
Seite!
Das 1940 gegebene Versprechen der Deutschen, keine Bombe fällt auf deutsche Städte, wurde mit einem alliierten Bombenkrieg beantwortet. Diesem Bombenangriff der Alliierten hatte die Luftwaffe der Deutschen absolut nicht das Geringste entgegenzusetzen. Die Luftwaffe war unfähig und hat nichts unternehmen können gegen die alliierten Bomber, bevor sie ihre tödliche Last über Deutschland abwerfen konnten. Also forderte man die Produktion eines revolutionären Düsenjägers, wie er niemals zuvor in Deutschland produziert wurde. Diese Unternehmung nannte man das 3x1000-Projekt, weil dieser schwere Jäger Folgendes schaffen sollte: 1000 Stundenkilometer, 1000 Kilometer Reichweite und außerdem 1000 Kilo Bombenlast. Dies große Ziel sollte mit der neuen Nurflügler-Technologie der Gebrüder Horten erreicht werden.